Und ich töte Pferdeköpfe. Gespenste sind das. Laut der Datenbank links. Ja, schon wieder so ein Heulervieh. Ah, cool, man kann rutschen. TP erhöht. Ich habe mehr Trefferpunkte erhalten. Habe ich auch nicht gewusst, dass man rutschen kann in Castlevania. Das eröffnet mir ganz neue Möglichkeiten. Eine Schwertglyphe habe ich gerade erhalten. Und ich habe vorher einen Baumwollhut gefunden. Gebt mir plus 4 auf Defense. Und die Sandalen geben mir auch noch plus 5 auf Defense. Glyphe. Sekare, eine Schwertglyphe. Uhu. Da bin ich ein bisschen langsamer. Ich habe keine Ahnung, was das da ist, aber es fliegen immer wieder Steine nach. Und wer's... Wer es vorher gerade gesehen hat, wie ich das Skelett niedergestreckt habe, sage ich jetzt mal. Erschien ja dieses blaue Dreieck. Und da muss man schnell genug sein, denn wenn ich nach oben drücke, kann ich Glyphen absorbieren. Und dieses blaue Dreieck bei dem Skelett verschwindet nach einer Zeit. Also wenn ich zu langsam bin, bekomme ich die Glyphen nicht. Dann muss ich quasi wieder warten, bis das auftaucht. Diese Glyphe bleibt. Eine Messerglyphe. Könnte ich jetzt austauschen gegen das Schwert oder gegen den Rapier. Will ich aber nicht. Denn die gute Frau wirft dann nur ein Wurfmesser. Finde ich jetzt nicht ganz so praktisch wie das Schwert. Ein Goldstück. Ja. Ah, die kriegst du schon wieder. Ups. Und Level up. Damit sollten wir Level 3 sein. Blendet während eines Angriffs den Namen des Gegners ein. Jawohl, jetzt sehen wir unten rechts, was sich quasi über den... was sich quasi kaputt macht. Man sieht den Gegnernamen, sag ich mal so. Oh, eine glitzernde Truhe. Ledermaus 1 und 2 treffe ich und Ledermaus 3 nicht und das Skelett springt mir ins Gesicht. Herzerneuerung. Okay. Keinen Schimmer, was das macht, aber es hört sich schon mal nett an. Ah, da war ich zu langsam. Baumwollgarn erhalten. Was mir immer ein Baumwollgarn bringen soll. Interessant, ich kann mich hier raufstellen. Habe ich auch nicht gewusst. Das sind ziemlich viele Feinde jetzt auf einmal. Ich möchte hier gerne nach links. Wenn es nicht zu viel Aufwand ist, natürlich. Ups. Ah. Gar nichts. Tue. Magische Fahrkarte halten, was immer
das sein soll. Oder was sie mir bringen soll, besser gesagt. Jawoll! Ah, Schwertflügel habe ich aber schon. Ich könnte jetzt so lange Zombies töten, bis ich eine Glyphe von ihnen bekomme, weil die Glyphendrop-Chance ist ja zufällig. Au. Ja, ich stelle mich da gerade ein bisschen dumm an, irgendwie. Ach, einen mache ich noch. Okay, waren jetzt drei, aber egal. Gibt's eine Kiste? Chips. MP erhöht. Ich finde das mit dem Magnet irgendwie ziemlich cool gemacht. Zack. Spiel speichern. Natürlich speichern wir das Spiel. Gibt's noch mal Geld? Ah, und hier ist der zweite Beamraum. Ich könnte mich jetzt von oben links nach unten rechts beamen, jeweils in die blauen Kästchen. Dann muss ich nicht den ganzen Dungeon nochmal gehen. Ja. Und was sich hinter dieser Tür befindet, hinter diesem blauen mit dem roten Auge, oder roten Stein, erfahrt ihr in der nächsten Folge. Ich hoffe, ihr hattet wieder sehr viel Spaß mit Castlevania, Order of Ecclesia. Und bis zum nächsten Mal.